Endlich wieder normales Wetter hier am Kupfersee. Normale Wassertemperaturen, kein Hickhack, warm, kalt, normal, kalt, warm. Und schon geht es wieder. Es scheint zumindest so, als ob hier endlich wieder was geht. Und ich hoffe, dass auch was Gutes geht. Gerade erst hierhin, schön Futtermische rein, alles zusammengebaut. Und ja, auf einmal geht es los, ey. Mega gut. Sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was hier reingeht. Ich habe noch keinen Fisch gefangen bisher. Aber, ja, die ersten drei Ruten, die haben Bock. Klassische Stelle oder relativ klassische Stelle schon hier, ne? Ist ja, glaube ich, kann man, glaube ich, schon ganz gut sehen hier. Der Baum gegenüber, den man ja immer wieder gut anwirft. Was haben wir hier? Einen Schuppi? Nee, einen C2. C2 Super Freak, der auch ein bisschen in die Bremse ist. Ja, komm mal, jetzt ist aber genug. Bisschen in die Bremse rein, ob ich meine Bremsen mal wieder reparieren muss. So, komm, 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 komm. Ja, das ist doch schon gut hier. 14,5 Kilo C2 Super Freak. Geiles Ding. Gerne auch noch dicker. Schnell wieder raus damit. So, 15 Meter weit, 15 Meter Clip. Und der nächste hat Bock. Jawohl, schön langsam hochdrehen. Und mal gucken, was noch weiter reingeht. Ja, also hier die Stelle 47, 45. Ich glaube, die ein bisschen bekanntere Stelle ist da vorne ein bisschen weiter links. Aber an für sich wirft man ja in einem ähnlichen Bereich. Von daher ist es wahrscheinlich relativ wurscht, ob man jetzt hier links steht oder hier an der Stelle rechts. Shitty goal. Und dann werfen wir da vorne hin in Richtung Baum. Wie gerade schon gesagt, auf 15 Meter Entfernung. Orangi Ogon. Haha, ja Mann. Der Orangi Ogon. Auch da. Das ist auch schon gut. Fängt auch schon gut an. Ist auch gerade im Café drin. 20 Kilo mehr. Vielleicht geht er ja rein. Zack, direkt wieder raus hier. Übrigens gerade komplett im Test Snowman Rig. Snowman Rig, Alden, bin ich ein Fan von, denn wir nutzen die Vorteile von allem. Und eine Schleie auch noch da. Also wenn das so weitergeht, ne? Schleie, C2 Super Freak, Orangi Ogon, alles tipptopp, dann bleibe ich hier. Kann gerne so weiterlaufen. So. Raus damit. Und dann gucken, was hier noch so weitergeht. In der Zwischenzeit gucken wir uns das Setup an. Und ich glaube, dann haben wir es, ne? Zack, zack, zack. Mal eben hier stramm ziehen. So, komm. Den hier auch noch. Jawohl. Also, Position. Wir sind hier direkt am Campingplatz, am Zelt. Ganz in der Nähe. Also direkt hier unten. Und dann eben hier auf 15 Meter Entfernung. Das heißt, wir landen ziemlich genau hier so in dieser Area. Grob in dem Bereich, würde ich sagen. 15 Meter der Schnurclip. Und ja, wir werfen hier einfach den Baum an. Dann kann man das auch nachts noch ganz gut machen. Dann sieht man den so ungefähr noch. Und dann hat man ungefähr eben eine Richtung, die man hier anwirft. Ja, Snowman Rig. Warum Snowman Rig? Wie gerade schon gesagt, wir nutzen die Vorteile aller Komponenten, die man quasi hier hat. Man könnte vielleicht sogar auch noch mit Pellets reingehen. Pellets laufen ja auch immer ganz gut. Habe ich bisher noch gar nicht getestet, aber auch durchaus eine Möglichkeit. Oder du testest einfach mal mit Pellet und Snowman Rig. Und gerne auch berichten in den Kommentaren, wie das denn lief. Hier jetzt gerade die Kombination, wir gucken mal rein, mit sinkenden Boilies natürlich und Pop-Up. Beides süße Sahne. Aber, das ist halt der Knackpunkt hier oben, soluble, auflösende, süße Sahne Boilies. Das heißt, nochmal die bessere Lockwirkung hier. Komplett einfach nur auf süße Sahne. Ganz simpel, 16er, 16er, also normal Pop-Up. Der zieht halt ein bisschen hoch. Dann haben wir hier den auflösenden, der nochmal mehr lockt. Und dann einfach nur den Sahne-Dip. Passende Futtermische dazu, meine 100% Sahne-Futtermische. Eigentlich in Kombination immer auch mit Mais, mit Pop-Up-Mais klappt das immer ganz gut, die 100%, weil da eben auch nochmal Mais extra drin ist.
Zack, und weiter geht's. Aber ja, vielleicht läuft hier auch so ganz gut, ne? Hier alleine schon für die kleinen Schleien. Na, vielleicht doch nochmal ein bisschen dickere Boilies drauf machen. So. Ja, theoretisch, ne? Für dickere Fische durchaus auch die dickeren Boilies. Also in dem Fall dann vielleicht den Soluble 16er sinkenden Boily und Pop-Up als 20er. Ne? Dann hat man da schon mal eine deutlich größere Lockwirkung oder für die größeren Fische. Und dann natürlich auch in der Futtermische vielleicht nochmal andere Komponenten mit reinmischen, die dann auch nochmal größer sind. Das ist hier meine 0815 oder die, ich finde eigentlich so eine perfekte Mische. Für Schleie klappt das super gut. Eigentlich immer, wenn man Sahne mit drinne hat und das Ganze eben hier mit dem Crushed Boily auch noch mit drin. Also Mais als Basis, Mais nochmal als Komponente. Das hier als Futtermische klappt auch hervorragend, wenn man eben nur mit Pop-Up Maiskorn unterwegs ist. Dann ist das auch nochmal richtig gut. Und dann eben hier süße Sahne und wie gesagt den Soluble gecrushed. Und dann hat man hier eigentlich eine super gute Futtermische, wenn man Sahne verwenden will. Zack, da ist der nächste drauf. Na guck. Oh, ich muss gleich wieder nachlegen. Alter, hier gehen auch die Schleien ganz gut rein, ne? Aber bleibt ja nicht aus, ne? Die Futtermische ist ja auch angedacht gewesen, gerade mit den ganzen Maiskomponenten. 100% Sahne, genau. Wenn man hier einfach vielleicht mit Pop-Up Maiskorn steht, ist das bestimmt auch durchaus eine Möglichkeit, hier nochmal ein bisschen mehr auf Frequenz zu gehen. So. Zack, und es geht weiter. Na, guck. Jo. Oh, Schleien, Alter. Viele Schleien. Und es geht weiter. Ja, so soll das sein. Also, so darf das auch gerne weitergehen hier. Nochmal ein bisschen mehr Futtermische rein. Wir hatten ja zuletzt auch schon gesagt, so 20 bis 30 Bällchen Futtermische. Kein Problem hier an dem Gewässer. Und wenn das jetzt, wie gesagt, hier wettertechnisch so weitergeht, dass wir endlich wieder normale Wassertemperatur haben, dann ist das doch perfekt. Dann können wir das hier schön in den nächsten Tagen weiter ausnutzen und weiter probieren und gucken, ob das ja auch noch so wieder Schleie, dicke. Ob das auch noch so weitergeht. Also, Schleie ist auf jeden Fall schon mal da. Nebenbei vielleicht noch ein C2 und noch ein Orangiogon. Gucken wir nochmal rein. So sieht es gerade aus. Ganz, ganz, ganz krass. Vielleicht Futtermische nochmal ändern. Andere Möglichkeit, um auf die anderen Fische zu gehen. Weg von dem Mais. Kein Mais für die Schleie, sondern vielleicht tatsächlich auch nochmal sowas, ja, was vielleicht gar nicht so hart auf Karpfen aus ist. Also sowas wie Leinsamen oder wie Raps oder sowas. Also mal was vielleicht eher auch bei den Achtuber-Futtermischen gut funktioniert, dass man sowas vielleicht auch nochmal mit reinnimmt für einen Schwerpunkt, wenn man dann vielleicht eher so mit auf die Kois nochmal geht. So, und da geht auch schon wieder was rein. Also, ich muss sagen, bis jetzt sieht es gut aus. Ich war ja jetzt lange nicht am Kupfersee. Bei diesem ganzen Wettertemperatur-Hickhack. Ein Tag so, nächste Stunde wieder anders. Aber wenn das jetzt so hier schon ganz gut ja, reingeht, also man kann zumindest sagen, ein schöner Schleienspot, möglicherweise mit Beifängen. Und wenn jetzt hier im Idealfall vielleicht sogar auch noch die Kwolsdorski-Schleie mit reingeht, dann wäre das doch gar nicht schlecht, oder? Wenn die sich auch noch hier blicken lässt, da wo die vielen anderen Schleien sind, ist doch häufig auch die Kwolsdorski einfach mal nebenbei noch so als Beifang. So, jetzt ziehen wir hier nochmal schön zack, glatt. Und ich glaube, dann haben wir es, ne? Alle Infos haben wir drin. Jo, Schleienspot. Scheint nach Schleie. Scheint in Richtung Schleie zu gehen. Aber, wie gerade schon gesagt, ich werde es nochmal testen. Mit gänzlich anderer Futtermische. Ohne Mais. Das ist mir hier gerade zu schleienlastig. Und es fing halt an, wie man es jetzt gerade sieht. Ne? Wenn es anfängt, wo die Futtermische vielleicht noch nicht so stark gewirkt hat und wir beeinflussen jetzt durch die Futtermische den Spot so sehr in Richtung Schleie, dass hier auf einmal alles voll ist mit Schleie,
dann sind die Fische ja, die anderen, ja offensichtlich da. Bedeutet also, wir machen hier mal ein bisschen Platz. Bedeutet also, vielleicht geht man dann einfach rein mit, ja, wie gesagt, Leinsamen durchaus. Oder Raps. Raps als Basis. Dann lassen wir das ganze Mais-Theater hier mal weg. Gehen dann natürlich auch nochmal mit der Sahne hier rein. Habe ich hier noch Crushed. Dann nehmen wir hier vielleicht einmal ja, Sahne Feed Pellets. Alles schön in groß. Dann kommt hier süße Sahne als Achter. Dann sollen wir mal auf Raps gehen oder etwas anderes. Da machen wir mal einen Amino mit rein. Amino. 10er Feed Pellets Amino. So, das ist auch schon mal nicht schlecht. Hier kommt auf jeden Fall nochmal Sahne mit dazu. Und dann haben wir hier nochmal einen Slot frei. Haben wir etwas, was in Richtung Rapssamen geht? Nee, ne? Anderes mit Raps haben wir, glaube ich, nicht. Aber wir brauchen ja auch nichts anderes, denn wir brauchen ja auch noch einen Slot frei für Crushed. So, dann haben wir es. Crushed Sahne Boilies Soluble. So, und schon haben wir jetzt hier, ich nenne das mal um, in Koi Sahne plus Amino. So. Und dann machen wir das Teil mal fertig. Und dann werde ich das demnächst jetzt mal natürlich ein bisschen Cooldown lassen, hier ein bisschen Abklingzeit, nochmal testen an der gleichen Stelle, aber jetzt dann mit der Futtermische. Und dann haben wir eben an der Stelle jetzt nicht so diesen Schwerpunkt von dem Mais. Und in der Hoffnung, dass dann weniger Schleien reingehen, sondern vielleicht mehr von den Kois. Gucken wir mal. Muss ich auf jeden Fall testen. Oder auch du testest das. Du hast das jetzt ja schon gesehen und vielleicht sogar auch schon vor mir dann getestet. Und dann lübt das doch vielleicht. Hauptsache, wir haben wieder schönes Wetter hier und die Kois oder die Karpfen laufen am Kupfer. So, jetzt aber hier Gas, Gas, Gas. Von allen Seiten. Es ballert weiter rein. Schnell nochmal rausziehen, die nächste Schleie. Ja, Volo, 2 Komma. Ist hier noch was drauf? Da nicht. Aber hier, ne? Kann sich gerade noch nicht so ganz entscheiden. Also, es sieht ganz gut aus. Ja, es sieht ganz gut aus. Aber im Moment für mich zu viele Schleien. Also, ist ja ganz nett, aber zu viele Schleien. Ich hätte gerne was anderes als die dicken Schleien. Und es geht weiter. Kannst du nicht ausdenken. Es geht einfach weiter. Nonstop. Einer nach dem anderen hier. Ist doch der Hammer. Und die nächste. Und die nächste. Ja, schöner Schleiensport. Also, ab ans Wasser. Wenn dir noch Schleie fehlt, Attacke, Vollgas. Hier kann man sie auf jeden Fall rausziehen. Schön auf Sahne. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett mit RF4. Bis dahin, Petri.